Ich glaube, wir laufen Gefahr und wir sind Zeugen einer Entwicklung, die keine gute ist. Wir erleben eine Gleichschaltung der internationalen Organisationen und eine Gleichschaltung des akademischen Lebens, was diese Organisationen maßgeblich beeinflusst, was der Stichwortgeber für vieles ist oder der Begleiter, der vieles im Nachhinein rechtfertigt, juristisch einkleidet oder schönredet, was eigentlich eher eine politische Angelegenheit ist. Und ich glaube, die internationale Zusammenarbeit ist natürlich schön und gut, kontinental und interkontinental. Sie führt aber auch genau dazu, dass dieser Missstand auch in der akademischen Welt eingetreten ist. Eine weltweite Gleichschaltung, auch verursacht durch den Technikeinsatz. Früher hat es bis zu 10 Jahren gedauert, bis irgendwelche Trends, sei es der Technik, der Konsumwelt, der Kultur oder eben auch der Politik, nach Europa kamen und den USA schon längst abgeschwächt oder die Wende, die 180-Grad-Wende eingetreten ist und Europa da nachhinkte. Und das machte die Fehler der Amerikaner zum Beispiel wiederholt in vielen, vielen Bereichen. Und jetzt sehen wir quasi, dass zeitgleich, in Echtzeit, die gleiche Richtung eingeschlagen wird. Und ich glaube, dass bei der internationalen Kooperation unheimlich wichtig ist, nicht nur auf das Organisatorische zu achten, dass jeder die Möglichkeit hat, sich da einzubringen, aktiv und passiv, sondern auch eine inhaltliche Pflicht daraus hervorgeht. Es kann nicht sein, dass man nur eine Meinung zum Thema Klima, was übrigens nicht identisch ist mit Umweltschutz, haben kann, nicht nur eine Meinung zum Thema Gender haben kann oder eine Meinung zum Thema Migration, wo es im Übrigen auch nicht darum geht, alle Leute, die aus welchen Gründen auch immer hier nach Europa oder sonst wohin kommen, zu integrieren. Viele Leute sind nur auf Zeit da. Man muss sich auch fragen, was das für die Herkunftsländer bedeutet und eben nicht ein neokolonialer Braindrain wird, eine Ausbeutung der Humanressourcen woanders. Und das Gleiche gilt umso mehr für das Thema Corona, wo es nicht nur eine Meinung zu geben darf, wo wir eine ganz schlimme Bilanz haben, auch wieder weltweit gleichgeschaltet, durchaus auf Augenhöhe mit den Maßnahmen, die da politisch, gesundheitspolitisch, medizinisch gefordert wurden, auf Augenhöhe mit China, Russland, bewegt sich Neuseeland als Avantgarde, die da noch strenger und autoritärer vorgingen als China und Russland. Das sollte uns alles eine Warnung sein. Und als letztes und aktuellstes gilt es natürlich auch für diese eine Meinung zum Thema Ukraine-Krise oder Russland-Problematik etc. Es ist übrigens ein wichtiger Schritt gewesen und ein guter Schritt, dass man in den Sprachen, es war ja Englisch, Französisch und Russisch, das Russische nicht verdammen sollte, nicht nur, weil man ja weiter Russland und Weißrussland adressieren muss, sondern der zentralasiatische Raum, der russische Sprachraum, bietet Einflussmöglichkeiten, wo man sich aber auch nicht entblöden sollte, jetzt eine Propaganda durch Gegenpropaganda zu ersetzen, sondern tatsächlich durch alternative Informationen, die geeignet sind, eine aufgeklärte Meinung zu haben und nicht Regierungspropaganda gegen Regierungspropaganda zu setzen. Danke, dafür sind wir gerne bereit. Ich wünsche allen eine gute Heimreise danach. Danke.